war's ein Vietcong oder ein Ami, scheißegal, woher sie kam. Traumatisiert und ohne Hoffnung, so ein Leben im Rollstuhl ist hart. War gerade erst 5, als die Granate ihn traf. Ein Splitter im Rücken, die Zukunft im Arsch. Trotz Reha in Deutschland blieb ihm keine Wahl. Als querschnittsgelähmter, null Chance am Markt. War sein Vietcong oder ein Ami, scheißegal, woher sie kam. Traumatisiert und ohne Hoffnung, so ein Leben im Rollstuhl ist hart. Die Tet-Offensive zu Vietnams Neujahr, im Jahr 68 die Fronten nicht klar. Das Mekong-Delta die Heimat dort war, er siedelt nach Saigon, sein Leben ist hart. War sein Vietcong oder ein Ami, scheißegal, woher sie kam. Traumatisiert und ohne Hoffnung, so ein Leben im Rollstuhl ist hart. Die Zeit heilt die Wunden, doch leidet sie bleibt. Mit Splitter im Rücken, der niemals geheilt. Was soll sich noch ändern, sein Leben vergeigt. Stilles Gebet und die Hoffnung, die bleibt. War es ein Vietcong oder ein Ami, scheißegal, woher sie kam. Traumatisiert und ohne Hoffnung, so ein Leben im Rollstuhl ist hart. Ein eiserner Willen und Galgenhumor, das sind seine Waffen, die hält er empor. So schafft er es immer ganz phänomenal, ein Mann voller Kraft, kurzum ihn ideal. War sein Vietcong oder ein Ami, scheißegal, woher sie kam. Traumatisiert und ohne Hoffnung, so ein Leben im Rollstuhl ist hart. War sein Vietcong oder ein Ami, scheißegal, woher sie kam. Traumatisiert und ohne Hoffnung, so ein Leben im Rollstuhl ist hart.